Schönen guten Morgen, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zu unserem Sommerwebinar. Wie Sie sehen, sind wir bereits alle in bester Urlaubslaune und freuen uns, dass Sie sich heute wieder mal die Zeit nehmen, um Neues über unsere Software Oxygen zu erfahren. Ein paar Informationen noch vorab, wie üblich, oder auch jetzt für die Teilnehmer, die zum ersten Mal vielleicht dabei sind. Zu jeder Zeit der Veranstaltung haben Sie die Möglichkeit, über unser Chat-Tool Fragen zu stellen. Über den QR-Code, den Sie jetzt bereits auf der Startseite sehen, haben Sie leichten Zugriff auf unsere Social-Media-Kanäle. Wenn Sie den abscannen, kriegen Sie sämtliche Links zur Verfügung gestellt. Nach dem Webinar wird es wie üblich eine kleine Umfrage geben und wir freuen uns, wenn Sie dort eben teilnehmen. Das hilft uns dann auch besser zu werden. Und ja, wenn Sie jetzt noch einen kurzen Blick auf die Agenda werfen können, können wir die Brillen wechseln, damit wir auch mehr erkennen können. Genau. Guten Morgen auch von meiner Seite. Genau, bleibt noch uns kurz vorzustellen. Der Mann an der Technik, Sven Deckert, und mein Name ist Marc Wegenschulte. Hallo zusammen. Sehr schön. Ja, fangen wir eigentlich da an, wo wir letzte Mal aufgehört haben. Und zwar haben wir beim Ende des letzten Webinars hier darauf hingewiesen, auf unsere neuen Garantiebedingungen. Und jetzt hören wir doch einfach mal zu, was der Leiter unseres Customer Care Centers, Daniel Kurzmann, dazu zu sagen hat. Die Firma Devetron bietet nunmehr seit Jahrzehnten Hightech-Messtechnik für diverse Kundenanwendungen in verschiedensten Branchen an. Aber wir wollen nicht nur eine perfekte Lösung liefern, sondern auch ein langfristiger und verlässlicher Partner für unsere Kunden sein. Darum zum Beispiel sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im First Level Support selbst erfahrene Messtechniker, die bereits direkt den Großteil der Anliegen beantworten können. Um die Systeme fit für den Einsatz für viele Jahre zu halten, bieten wir Wartung und Kalibration für sämtliche Devetron-Produkte an. Unser Kalibrierlabor ist zudem akkreditiert nach ISO 17025 für die Messgrößen Spannung, Strom, Widerstand, diverse Temperaturelementsimulationen und neuerdings können wir auch Leistungskalibration mit bis zu 1000 Volt und 20 Ampere und variablen Powerfaktor akkreditiert anbieten. Zum Thema Garantie gibt es auch eine Neuigkeit. Seit Anfang 2022 gibt es eine 5-Jahres-Garantie auf unsere Systeme, die neben der Messtechnik auch sämtliche PC-Teile mit einschließt, wie zum Beispiel SSDs, Mainboards und Netzteile. Auch dieses Mal sind ja unsere Statistikfunktionen erweitert worden. Unter anderem gibt es jetzt auch getriggerte Statistiken. Ganz genau, Marc, da hast du schon das richtige Stichwort gegeben. Erster Punkt heute im Webinar, den wir uns im Prinzip live anschauen, ist die Erweiterung in der Statistik. Und hier stehen schon zwei Schlagworte im Prinzip auf der Folie, auf dem Slide. Das eine ist die getriggerte Statistik und das andere sind die gleitenden Mittelwerte. Und ich zeige Ihnen jetzt an der Stelle einfach mal ganz kurz, wo wir die neuen Funktionen finden. Dazu wählen wir uns einfach ein, zwei oder drei Kanäle aus, drücken hier unten das Plus, das kennt, glaube ich, jeder von Ihnen, und wählt dabei die statistischen Werte an. Und dann sind wir auch schon genau da, wo wir hin müssen. Wir haben jetzt hier unten beim Berechnungstyp eben die Möglichkeit, getriggert auszuwählen. Und bei getriggerter Statistik ist es im Prinzip so, dass ich einen Kanal definieren muss, auf den ich schaue. Und wenn zum Beispiel ein Schwellwert überschritten wird, dann beginnt halt ab dem Moment dann auch die Statistik loszurechnen. Und es muss im Prinzip einen zweiten Wert geben, einen zweiten Schwellwert, der diese Statistikfunktion nachher auch wieder stoppt. Das kann ein Stopptrigger sein, das kann aber zum Beispiel auch eine definierte Zeit sein, indem ich einfach eine Dauer definiere. Und es ist eben so, dass dann über dieses Zeitfenster zum Beispiel genau ein Average-Wert, wenn ich den dann auswählen würde, an der Stelle berechnet wird. Also ich kriege ein Sample für eben die Dauer, für die diese Statistik läuft. Das ist das Thema getriggerte Statistik. Und der zweite Punkt, den wir neu drin haben, ist das Thema fortlaufende Berechnung. Und das ist im Prinzip das Thema des gleitenden Mittelwertes. Also funktioniert im Prinzip wie folgt. Wenn man beispielsweise die Fenstergröße von einer Sekunde einstellt, dann ist es so, dass die Statistik erstmal eine Sekunde braucht. Also die Messung muss eine Sekunde laufen, bevor nachher der erste Statistikwert rauspurzelt. Und wenn die Sekunde rum ist, kommt der erste Statistikwert. Das Fenster rutscht dann im Prinzip ein Sample weiter. Vorn fällt ein Sample, also hinten fällt ein Sample raus, vorn ein neues rein und ich habe den nächsten Statistikwert. Das ist die typische Berechnung des gleitenden
fortlaufenden Mittelwertes zum Beispiel. Genau, das zum Thema Statistik. Wunderbar, vielen Dank. Nächster Punkt, es soll Kunden geben, von denen habe ich schon mal gehört, die neben Devetron noch andere Messtechnik benutzen. Unverständlich, aber ja. diese Kunden möchten aber teilweise vielleicht doch hier und da die Daten aus der Fremdmesstechnik mit der Oxygen-Software analysieren. Und da haben wir jetzt, denke ich, einen recht guten Weg geschaffen. Genau so ist es, Marc. Wir haben jetzt die Möglichkeit, fremde Daten, Devetron fremde Daten im Prinzip über den Import von CSV-Dateien zu importieren. Und um das Ganze so ein bisschen herzeigen zu können, habe ich eine kleine Leistungsmessung vorbereitet. Das ist im Prinzip eine AC-Messung. Und die AC-Größen sind im Prinzip hier in der Messung drin. Und die DC-Größen habe ich im Prinzip separat aufgezeichnet. Und die holen wir uns jetzt quasi über den CSV-Import einfach dazu. Das funktioniert wie folgt. Auch hier wieder das kleine Plus, über das wir zusätzliche Kanäle erzeugen können. Und dann gibt es eben hier einen neuen Button, der eben CSV-Import heißt. Ich wähle mir an der Stelle einfach das CSV-File aus. Das liegt in dem Fall einfach bei mir auf dem Desktop. Man sieht es schon am Namen, UDC-IDC wird da drin stecken. Das Ganze öffne ich jetzt. Die Datei wird mir hier sofort in der Voransicht gezeigt. Ich sehe den Zeitkanal, der enthalten ist, und ich sehe im Prinzip die beiden Signale, also U und I. Ich muss noch definieren, dass das eine äquidistante Abtastrate ist, und damit erkennt das System auch selbstständig, dass es 20 Kilohertz sind. Es gibt auch die Möglichkeit, die Abtastrate einfach per Hand zu definieren. Wenn ich zum Beispiel eine CSV-Datei habe, die vielleicht keine Zeitinformation hat, was hier durchaus sein kann. Und ja, viel mehr muss ich an der Stelle hier nicht einstellen. Drück hinzufügen und dann dauert es ein paar Sekunden. Und die Datei ist dann geladen. Das Webinar-Tool nimmt immer leider ein kleines bisschen Performance. So, genau, Kanäle sind da. Wir sehen jetzt im Prinzip hier oben unter dem CSV-Import die beiden DC-Kanäle U und I, und sehen hier unten im Prinzip die AC-Größen, die wir vorneweg schon aufgezeichnet haben. Damit man das Ganze noch ein bisschen weiter treiben kann und ich Ihnen zeigen kann, was man damit dann auch noch machen kann, weil nur die Größen da drin zu haben, ist zwar schön, aber vielleicht auch noch nicht so sonderlich hilfreich. Ich kann die Dateien auch nutzen, um Oxygen-Analysen drüber laufen zu lassen, wie zum Beispiel eine Powergruppe. Ja, ich erzeuge jetzt im Prinzip eine neue Powergruppe, das ist in dem Fall eine DC-Gruppe, kann die typischen Einstellungen, beispielsweise hier das Zeitintervall noch ändern, und habe mir an der Stelle jetzt hier oben eine neue Powergruppe erzeugt, wo eben die typischen Leistungswerte drin berechnet werden, so wie wir es von Oxygen grundsätzlich kennen. Wir können das Ganze auch umbenennen und sagen einfach, das ist PowerDC. Genau, und dann erzeugen wir uns einfach noch eine zweite Powergruppe von den AC-Größen, die ja grundsätzlich schon drin waren. Das hätte man natürlich während der Messung machen können. Aber es soll ja auch nachträglich möglich sein. Wir messen hier verkettet, benennen das vielleicht auch noch um in, ja, richtig schreiben muss ich, in Power AC. Und ja, dann ist die zweite Powergruppe an der Stelle angelegt. Wir gehen zurück in unseren Measurement Screen. Ich erzeuge mir jetzt einen neuen Bildschirm und füge einfach mal die beiden Powergruppen hier hinzu. Und wir sehen schon, da stehen Zahlen drin. Das heißt, die Powergruppe rechnet an der Stelle schon. Können wir auch noch ein bisschen größer ziehen. Und damit habe ich im Prinzip zu jeder Zeit der Messung entsprechend Leistungswerte. Um den Ganzen noch einen draufzusetzen, wollen wir natürlich jetzt noch die Effizienz berechnen. Das ist ja doch immer eine relativ wichtige Größe. Einfach mal am Beispiel der Leistungsberechnung. Aber wie gesagt, das funktionieren auch alle anderen Oxygen-Plugins. Dazu erzeugen wir uns einfach eine neue Formel, eine Mathematikformel. Nutzen hier unsere Volltextsuche, weil ich weiß, dass die Kanäle P-T heißen. Und kann jetzt einfach hergehen und sagen, okay, ich nehme die AC-Power und dividiere die durch die DC-Power. Und multipliziere das Ganze mit 100 und erzeuge mir dann einen Kanal, der beispielsweise Efficiency heißt und in Prozent angegeben wird. So, ich verlasse das Menü an der Stelle wieder, gehe zurück in den Measurement Screen und habe jetzt hier eine neue Formel von der Effizienz, ziehe mir da einfach ein Digitalinstrument raus und bekomme eben jetzt quasi ja, zu jeder Zeit der Messung die entsprechende Effizienz angezeigt. Voraussetzung ist natürlich, damit das
Sinn ergibt, dass AC und DC natürlich synchron aufgezeichnet wurden. Jo, so viel zum Thema CSV. Ziemlich cool, dass man 4 Punkt gerade berechnet aus 2 unterschiedlichen Messgeräten. Da sind noch ein paar Fragen reingepurzelt. Die erste Frage geht nochmal Richtung Statistiken. Und zwar wird gefragt, ob der Triggerkanal auch der Statistikkanal sein muss. Nein, muss nicht, kann. Es kann im Prinzip jeder beliebige Kanal für die Triggerung hergenommen werden. Jeder Kanal, der in der Oxygen zur Verfügung ist, egal ob das ein Analogkanal ist, von einem Ken vielleicht, oder auch ein berechneter Mathematikkanal, kann, ja, jeder Kanal kann für die Triggerung benutzt werden. Okay, genau. Nächste Frage, da kommen wir zu den CSV-Dateien. Ob die CSV-Dateien auch in den Oxygen-Files dann gespeichert werden können? Ja, das können Sie. Das kann ich sogar noch ganz kurz herzeigen. Die Zeit nehmen wir uns an der Stelle einfach. Wir haben jetzt die CSV-Datei importiert und können jetzt hier oben einfach Sachen DMD speichern unter. Und da können wir zum Beispiel sagen, nennen wir sie einfach um und sagen, okay, die ist jetzt mit DC. So, und die Speicherung läuft jetzt. Die CSV-Dateien werden jetzt in dem DMD-File mit abgelegt. Ich denke, das können wir uns dann auch einfach anhand der Speichergrößen an der Stelle natürlich anschauen. Genau, das führt nämlich letztendlich auch direkt zur letzten Frage, ob es Limitierungen bezüglich der Größe von zu importierenden CSV-Dateien gibt. Okay, also hier erstmal die neue Datei, die ist jetzt einfach größer wie die vorhergehende Originale, weil einfach die CSV-Dateien und natürlich jetzt auch die Leistungsgruppen, die wir erzeugt haben, mit drin sind. Limitierung ist noch ein gutes Stichwort. Nein, die gibt es grundsätzlich nicht, beziehungsweise jetzt nicht direkt von der Software, sondern einfach eher am PC festgemacht. Der limitierende Größe ist im Prinzip einfach die Größe der Festplatte, die natürlich verbaut ist, weil so wie die CSV-Datei geladen wird, wird im Prinzip eine virtuelle Datei erzeugt, auf die Oxygen zugreift und die kann natürlich maximal so groß sein, wie Platz auf der Festplatte letztendlich ist. Ja, also wie gesagt, von der Software her keine Limitierung, wobei man natürlich sagen muss, CSV-Dateien sind ASCII-Dateien und ich sage jetzt mal in mehrere Gigabyte machen dort einfach von der Auswertung keinen Spaß mehr, weil das einfach alles sehr, sehr träge wird natürlich. Richtig. Aber möglich ist es. Möglich ist es und das ist tatsächlich auch mal ein schöner, nahtloser Übergang zum nächsten Punkt auf der Agenda. Seit der Version 6.0, jetzt sind wir bei 6.2, war ja Data Navigation immer oder ist die große Überschrift über allem. Und es besteht ja jetzt seit der 6er Version eben die Möglichkeit, auch mehrere DMD-Dateien zu mergen. Und das kann eben dazu führen, dass eine Datei mal etwas größer und unhandlicher wird. Und neben dem Splitten, was wir ja auch schon seit der 6er Version haben, dass man Dateien aufsplitten kann, ist jetzt noch eine Möglichkeit geschaffen worden, Dateien auch wieder zu entschlacken, schlanker zu halten. Genau, richtig. Bis jetzt war es ja möglich, Dateien quasi einfach zeitlich zu beschneiden, also sich einfach das Zeitfenster aus der Messdatei rauszuwählen, das im Prinzip neu zu speichern und den Rest dann eventuell zu verwerfen. Und dasselbe funktioniert jetzt auch noch mit Kanälen. Auch das kann ich im Prinzip ganz kurz herzeigen. Dazu nehmen wir einfach wieder die Messung, die wir gerade gemacht haben. Wir gehen dazu in die Kanalliste und müssen ganz kurz den Filter hier beenden, dass ich auch wieder meine Kanäle alle sehe. Und dann kann ich zum Beispiel hergehen und sagen, okay, die AC-Größen interessieren mich vielleicht doch nicht. Dann kann ich die im Prinzip hier einfach alle abwählen. Und ja, die sind jetzt raus aus der Messung. Und ich kann jetzt im Prinzip zu meinen Messeinstellungen gehen und an der Stelle wieder sagen, da bitte Datei speichern unter. Nennen wir sie einfach Messung reduziert und kann auch die natürlich dann an der Stelle wieder abspeichern. Und dann habe ich im Prinzip jetzt eine Messung, wo nur noch meine importierten CSV-Daten drin sind, wo meine Leistungsdaten drin sind, aber die Rohkanäle, die habe ich im Prinzip rausgelöscht und damit natürlich die Datei verschlankt. Genau, dadurch wird dann die Datei wieder kleiner. Mit Hilfe vom CSV-Import ist ja dann die Möglichkeit geschaffen, unsere Software auch für andere Hardware zu nutzen. Weiterhin ist aber auch eine Möglichkeit geschaffen worden, jetzt unsere Hardware in Verbindung mit anderen Messtechnik zu nutzen. Genau, richtig.
Da sind wir beim Stichwort CPAT-Decoder. CPAT sind ja grundsätzlich unsere Temperaturmodule. Da gibt es vielleicht an der Stelle auch noch eine interessante Information. Die laufen in Kürze aus, werden ersetzt durch unsere XR-Module. Die bleiben preislich gleich, die bleiben von den Specs gleich, sind maximal sogar besser spezifiziert. Genaueres können wir dazu sagen, wenn der Release-Prozess durch ist. Momentan sind sie gerade in der Zertifizierung, aber die Anforderung ist definitiv, dort nicht schlechter, sondern eher bessere Spezifikationen liefern zu können. Was ist jetzt in der Software dazu neu gekommen? Der CPAT-Decoder ist ja grundsätzlich dafür da, die CPAT-Module, die ja über CAN mit dem Messgerät kommunizieren, zu parametrieren. Und ich habe dort jetzt einfach noch ein paar mehr Möglichkeiten, indem ich zum Beispiel die CAN-ID ändern kann, von Standard auf Extended oder auch umgedreht, indem ich die Adresse des Moduls neu vergeben kann, was bisher so nicht möglich war. Und das eigentliche Highlight, diese Einstellung kann ich jetzt im Prinzip auch in von dieser CPAT- oder XR-Konfiguration kann ich jetzt auch in eine DBC-Datei speichern. Und das ist das, was der Marc meint. Damit habe ich die Möglichkeit, dieses CPAT oder in Zukunft das XR-Modul einfach in anderen Umgebungen, in anderen Prüfständen zum Beispiel einzubinden und auch losgelöst von Debitron-Systemen für Temperaturerfassung beispielsweise zu nutzen. Und dazu gehe ich hier einfach in die Einstellungen von diesem, von dem Decoder. Definiere mir hier einfach einen Pfad, sage beispielsweise, gehen wir hier einfach in meinen Webinar-Ordner, den ich mir hier angelegt habe. Da ist vom letzten Webinar noch eine drin. Nennen wir sie einfach CPAT3 beispielsweise, speichern die ab und haben an der Stelle jetzt einen DBC-File erzeugt für das Thermoelement, für das Temperaturmodul, was ich hier habe. Und diese DBC kann ich natürlich dann nutzen, um sie in anderen Umgebungen laden zu können. Genau. Vielleicht einfach noch XA. Der neue Name steht für ICRA-RUC, das heißt also ein sehr robustes Modul, und auch wenn die Spezifikation noch nicht feststeht, ich glaube, wir können davon ausgehen, dass es mindestens Schutzklasse IP65 haben wird, das heißt auch Staub- und Spritzwasser geschützt, also auch für den Einsatz draußen denkbar. Ja, aber richtig. Wie gesagt, da können wir noch nicht so viel verraten, oder vielleicht wird es ja sogar noch besser, mal schauen, wo die Reise da hingehen wird. Einer unserer Lieblingspunkte, Sven, einer der Punkte, der immer wieder kommt, sind Exportformate. Genau. Man denkt immer, man hat irgendwann alle Exportformate in der Software drin. Dem ist nicht so. Es gibt immer wieder neue Anfragen zu neuen Formaten, und die bringen wir natürlich dann auch in die Software rein. In dem Fall ist es dieses Mal das Exportformat NetCDF. Es ist ein wissenschaftliches Format. NetCDF steht für Network Common Data Form. Das wird in Umgebungen genutzt, wo man Temperatur, Druck, Windgeschwindigkeiten misst. Aeroelastik zum Beispiel sind da große Themen. Und von diesem Format haben wir drei verschiedene Versionen eingebunden. Das ist dieses NetCDF 3, 4 und 5. Das NetCDF 4 Format ist sehr, sehr ähnlich zum HDF 5. Man kann deswegen auch von HDF 5 Importern gelesen werden. Das einfach als Information am Rande. Es stehen grundsätzlich alle Exportfunktionen zur Verfügung, wie zum Beispiel der Batch-Export oder der automatische Export beim Beenden der Messung. Und die Erweiterung ist .nc für die, die das Format an der Stelle nutzen wollen, in Oxygen 6.2 einfach integriert, so wie die anderen auch alle. Genau, bleibt an der Stelle der Hinweis, wenn Sie da spezielle Anforderungen haben, dass Sie ein bestimmtes Dateiformat benötigen, für Ihre Weiterverarbeitung, für Ihre Datenanalyse, dann sprechen Sie uns gerne an. Wir prüfen das gerne, ob eine Umsetzung möglich ist. Und viele dieser Exportformate, die wir jetzt anbieten, sind letztendlich auch kundengetrieben. Das heißt, vom Kundenwunsch und dann umgesetzt. Genau. Wie Sie ja wissen, oder einige von Ihnen nutzen das auch, haben wir einen Support auch in Kambach, telefonisch oder auch über E-Mail erreichbar unter support@devitron.com. Und bei der Fehlerbeschreibung, wenn Sie dann das Problem erklären möchten, gibt es jetzt eine Error-Log-Liste, auf die Sie zugreifen können. Genau. Viele von Ihnen kennen möglicherweise, wenn die Oxygen startet, und dann sieht man hier rechts unten doch ab und zu mal die ein oder andere Warnmeldung. Das kommt zum Beispiel, wenn ich ein Setup laden möchte, was im Setup andere Hardware integriert hat, wie vielleicht gerade im Messgerät eingebaut ist. Oder wenn ich zum Beispiel Hardware vertauscht habe oder irgendwie sowas, dann kommen im Prinzip solche Warnmeldungen. Und diese Warnmeldungen
Die sind dann relativ schnell da und auch relativ schnell wieder weg. Und das Neue daran ist, dass die jetzt im Prinzip in einer Errorlog-Liste gespeichert werden. Die findet man im Prinzip hier im Oxygen-Setup. Was ich jetzt ganz kurz aufmache, unter dem Punkt Fehler und Warnungen. Sie sehen, bei mir läuft halt alles ganz reibungslos, deswegen sind da keine drin. Und ja, diese Logliste, die kann ich natürlich dann an der Stelle nutzen, um sie zum Beispiel einfach die Fehler dort rauszukopieren und direkt in eine E-Mail, um die dem Support zu übermitteln, sodass der Support dann natürlich noch effizienter unterstützen kann. Genau. Ja, heute haben wir schon. Ah, Moment, da kommt noch eine Frage. Hast du eigentlich gerade schon beantwortet? Lassen sich die Logdateien direkt exportieren? Aber nein, kann ich denke ich auch beantworten. Man muss Copy and Paste in irgendein Format oder direkt in die E-Mail oder wie auch immer. Genau, Aber entweder das in sind doch. den Editor und dann als Textdatei abspeichern oder eben einfach direkt in eine E-Mail. Ist sicher der Genau, einfachste Weg. richtig. Jawohl. Ja, heute haben wir schon ein bisschen was gehört über flexible Nutzung unserer Software, flexible Nutzung unserer Hardware, jeweils in Verbindung mit Fremdprodukten. Und eine weitere Veränderung hat sich da in Verbindung mit LabVIEW ergeben. Und dazu denke ich, möchte Raphael Ludwig uns noch ein bisschen was erzählen. Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Mein Name ist Raphael Ludwig und ich bin bei Debitron im Produktmanagement tätig. Ich möchte heute im Rahmen dieses Webinars kurz den neuen Trion-Treiber für LabVIEW vorstellen. Der Trion-Treiber für LabVIEW ist ein nativer Hardware-Treiber für Debitrons Trion und Trion 3 Datenerfassungsmodule. Dieser Treiber ermöglicht es dem Benutzer, die Moduleinstellungen via LabVIEW zu ändern und deren Daten direkt in LabVIEW zu erfassen und zu verarbeiten. Die derzeitige Lösung ist mit LabVIEW Umgebung 2018 und höher kompatibel und kann in 32 und 64 Bit verwendet werden. Der Treiber steht auf unserer CCC-Seite, auf GitHub und künftig auch auf der AnyTool-Network-Seite zum Download zur Verfügung. Für wen ist dieser Treiber gedacht? Der Trion-Treiber für LabVIEW kann zum Beispiel von Prüfstandsintegratoren genutzt werden, die die Prüfstandsumgebung und Automatisierung unter LabVIEW entwickeln. Er kann von LabVIEW-Entwicklern, die maßgeschneiderte und kundenspezifische Softwarelösungen anbieten, zur Entwicklung verwendet werden. Er kann von Universitäten, die LabVIEW in Lehre und Forschung verwenden, nützlich sein. Und natürlich von jedem anderen Anwender und Entwickler, der Daten von Trion und Trion 3 Modulen in einer LabVIEW-Umgebung erfassen und verarbeiten will. So viel dazu in Kürze. Bei spezifischen Fragen stehen die jeweiligen Ansprechpartner gerne zur Verfügung und werden mit den entsprechenden Antworten auf Sie zurückkommen. Dankeschön. Genau, so, Sven, was hast du denn heute zum Punkt Verschiedenen zusammengesammelt? Ja, zum Punkt Verschiedenen. Das sind im Prinzip immer das, was wir als ja, Kleinigkeiten betrachten und die wollen wir natürlich ganz kurz vorstellen. Die dienen dazu, die Usability zu verbessern. Die bringen so das eine oder andere kleine Feature dazu. Fangen wir vielleicht einfach damit an. Die Einstellung der Sampling Rate hat sich ein kleines bisschen verändert. Gerade die Kunden, die etwas höhere Abtastraten nutzen, kennen das. Man muss doch oder musste in der Vergangenheit Nullen zählen. Und wer vorhin bei mir aufgepasst hat, hat es vielleicht schon gesehen, dass jetzt hier eben nicht mehr 20.000, sondern eben 20 Kilohertz steht. Und selbiges natürlich dann auch mit Mega. Das heißt, gerade wenn ich die ganz schnellen Power Analyzer natürlich habe, dann stehen dort jetzt 10 Megahertz und nicht mehr 10 Millionen Hertz. Und das erleichtert natürlich an der Stelle einfach die Bedienung und die Einstellung. Das vielleicht an der Stelle als erster Punkt. Der zweite Punkt ist das Thema Enum-Scaling. Das haben wir im letzten Release vorgestellt für Kenndaten. Das Enum-Scaling an sich sorgt ja im Prinzip dafür, dass Zahlenwerten bestimmte Strings zugeordnet werden können, die dann eben zum Beispiel angezeigt werden können. Sie sehen jetzt bei mir hier auf dem Bildschirm, da steht Sensor okay. Und wenn ich den Sensor jetzt einfach mal vom Temperaturelement abziehe, dann steht da Sensor defekt oder man kennt das auch Sensor Kabel gebrochen oder irgend sowas dahinschreiben. Und das ist genau das, was da passiert. Von der Logik dahinter ist es im Prinzip nichts weiter, als dass ein Mathematikkanal mit einer If-Bedingung diesen Kanal überwacht und einfach sagt, okay, wenn der Kanal über 1000 geht, das ist das, was passiert, wenn ich eben den Sensor abziehe, dann
ist das Ergebnis gleich 0 und wenn, wenn der Kanal kleiner 1000 ist, dann ist das Ergebnis gleich 1 und diesen beiden Größen ist an der Stelle letztendlich einfach der String-Sensor okay oder Sensordefekt zugeordnet. Ein weiterer Punkt ist die Mittelung der FFT. Es ist jetzt so, dass mehrere Spektren bei der FFT-Berechnung gemittelt werden können. Das war bis jetzt so, wenn man das FFT-Instrument benutzt hat. Dort konnte man das tatsächlich schon machen. Und wenn man die FFT tatsächlich berechnet hat und damit den Array-Kanal erzeugt hat, da war das bisher nicht der Fall. Und das ist jetzt neu. Wenn Sie das vielleicht schon benutzt haben in der Vergangenheit, dann werden Sie gesehen haben, dass es hier ein Mittelungsfeld gab, allerdings ausgegraut, ohne Funktion hinterlegt. Und dort habe ich jetzt eben die Möglichkeit, einfach einzugeben, dass ich zwischen 1 und 16 Spektren bei der FFT-Berechnung mitteln kann. Genau, und dann hatten wir noch einen Punkt auf der Folie stehen. Es gibt ein neues Auswahlfeld im Bereich der Header. Ja, mit Headern kann ich ja grundsätzlich die Messung ein bisschen beschreiben. Man kann es Metadaten nennen. Und das finden wir im Prinzip hier oben unter unseren Messeinstellungen. Dort gibt es die Header-Daten und ich habe dort schon einfach mal in der Vorbereitung des Webinars einen Header angelegt. Und das ist eben so ein neues Auswahlfeld. Die anderen beiden Varianten, die es gibt, sind einfach Text. Also da kann ich zum Beispiel reinschreiben, wer ist denn halt der Moderator? Und dann könnte ich reinschreiben, das ist der Mark. Oder ich könnte eine Formelkonstante vergeben, die kann ich halt dazu nutzen, um damit später in der Mathematik rechnen zu können. Und ich habe mich heute, weil wir beim Sommerwebinar sind, dafür entschieden, einfach mal das Wetter abzufragen und frage tatsächlich einfach mal nach Sonne, Wolken, Regen. Ja, ich müsste bei mir fast Regen reinschreiben. Wir bleiben trotzdem bei der Sonne und schauen einfach positiv in die Zukunft. Aber das ist genau das neue Aus. Oh, hast du ein Glück. genau, aber wie gesagt, das ist das neue Auswahlfeld und ich habe eben immer noch, wie typisch bei den Header-Daten, bei den Metadaten, kann ich eben entweder beim Startermessung oder beim Aufzeichnungsstopp danach fragen. Also dann fragt mich die Software, sodass ich dann die Möglichkeit habe, ja, das entsprechende Feld auszuwählen. Das war die erste Folie zum Thema Verschiedenes. Und weil wir ziemlich viel Verschiedenes haben, haben wir dazu noch eine zweite und später dann tatsächlich sogar noch eine dritte Folie. Der Hardware-Mismatch-Dialog, das kennen, denke ich, einige. Manche lieben den Dialog, manche hassen ihn vielleicht auch so ein bisschen, weil er manchmal auch ein bisschen unerwartet kommt. Und da gibt es jetzt die Möglichkeit, halt einfach zu definieren, ob ich ihn sehen möchte oder nicht. Das funktioniert sehr einfach. Wenn ich ein neues Setup laden möchte, habe ich jetzt hier unten dieses Kontrollfeld, Show-Channel-Mapping-Dialog. Das ist dieser Hardware-Mismatch-Dialog und da kann ich eben entscheiden, ob ich ihn sehen möchte oder ob ich ihn nicht sehen möchte. Es gibt eine Erweiterung bei dem XY-Instrument. Ein XY-Instrument ist ja grundsätzlich dafür da, eben analoge Daten nicht über der Zeit, sondern zum Beispiel über eine andere Größe darzustellen. Ganz beispielhaft ist das so ein Kraftwegdiagramm beispielsweise. Und in der Vergangenheit ist es einfach so, dass der erste Kanal, der zugewiesen wird, eben immer die X-Achse ist und jeder weitere die Y-Achse. Und neu ist es eben so, dass ich an der Stelle einfach ja, mehrere XY-Paare übereinander legen kann. Und das kann ich eben sehr frei einstellen, indem ich immer wieder neu ein X- und ein Y-Pärchen sozusagen anlege. Ja, und der dritte Punkt auf dieser Folie, auf diesem Bildschirm, die Exportoption Align to Trigger. Die zielt im Prinzip vor allem auf Exports, die von Messungen gemacht werden, die ja, getriggert aufgezeichnet wurden. Und zwar vor allem mit Pre-Trigger. Vor allem dann, wenn der Pre-Trigger möglicherweise sogar eine unterschiedliche Länge hat. Der Punkt ist der, wenn ich heute einfach exportiere und ich habe einen Pre-Trigger, dann beginnt die Timeline im Export eben bei 0 Sekunden im Moment des Pre-Triggers. Und wenn ich Align to Trigger auswähle, dann beginnen im Prinzip die 0 Sekunden genau an der Triggerposition und der Pre-Trigger wird mit negativer Zeit angegeben. Und das macht eben vor allem Sinn, wenn ich jetzt unterschiedlich lange Pre-Trigger beispielsweise habe und das aber später alles übereinander legen möchte, dass ich sie eben genau zur Zeit 0 synchronisieren kann. Das ist im Prinzip die Möglichkeit. Align to Trigger. Und ja, eine letzte Funktion zum Thema Verschiedenes ist, denke ich, auch eine Sache, die deutlich Abhilfe bringt bei dem Thema Usability. Wir haben jetzt die Möglichkeit, einfach mehrere Instrumente zu markieren. Ich halte dazu einfach die Steuerungstaste auf meiner Tastatur gedrückt, so wie man das von Windows ganz normal kennt. Gehe dann hier an meine Instrumenteigenschaften und kann jetzt eben Eigenschaften für dieses Instrument ändern und es übernimmt eben diese Eigenschaftsänderung für alle Instrumente, die dann an der Stelle markiert sind. Und so kann ich zum Beispiel einfach mal das Thema Logarithmik rausnehmen oder auch wieder rein oder sage zum Beispiel logarithmische Skalierung der Frequenzachse und auch einige andere. Ich will da jetzt gar nicht zu sehr ins Detail gehen. Das funktioniert grundsätzlich für jedes Instrument, egal ob jetzt Rekorder oder in dem Fall jetzt FFT.
und kann im Prinzip dazu genutzt werden, wenn ich gerade vielleicht ziemlich viele Daten darstellen möchte und dazu einfach mehrere gleiche Instrumente nutzen möchte. Ja, ich denke, genug gesagt zum Thema Verschiedenes. War einiges unter dem Punkt, jawohl. Genau, zu Verschiedenen. Es gibt auch die Frage, heute wird das Chat-Tool fleißig genutzt, was mich sehr freut. Das ist gut. Ob es dieses Webinar auch als Podcast gibt und ob es noch andere Videos und so weiter gibt. Jawohl, gibt es. Auf unserer Webseite devetron.com, dort gibt es die Überschrift Academy. Und dort finden Sie tatsächlich kleine Video-Tutorials. Sie finden Verlinkungen zu allen Webinaren, die wir bislang gehalten haben. Eins wäre zum Beispiel Oxygen for Beginners, also für Einsteiger. Da werden Sie dann weitergeleitet auf YouTube. Also da gibt es vieles. Genau. Prima, wenn das eben zeigt. Genau, ich zeige es schon mal ganz kurz. Ich habe noch schnell meinen Browser im Hintergrund gestartet. Wenn Sie auf unserer Homepage sind, hier oben ist die Academy und hier sind die Webinare. Dort findet man im Prinzip zukünftige Webinare. Und kleiner machen hier, dass Sie das auch sehen. Und dort findet man aber im Prinzip, wenn man hier so ein Stück runter scrollt, im Prinzip auch On-Demand-Webinare. Und das sind alle Webinare, die in der Vergangenheit stattgefunden haben. Na? Genau, und da gibt es eben zum Beispiel dieses Webinar, wo haben wir es? Ich weiß gar nicht, wo es genau ist, aber Oxygen for Beginners ist definitiv eins. Ich sehe es jetzt auf die Schnelle nicht. Und dann halt nicht genau, nur die Webinare. Oxygen für Einsteiger. Genau. Sind nicht nur die Webinare, sondern auch die kleinen Video-Tutorials, Dokumentation und so weiter. Findet man alles hier eben unter Academy. Ganz genau. Sehr gut. In unserer Einladung hatten wir es angekündigt. Von vielen ist es auch sehnsüchtig erwartet worden. Oxygen läuft jetzt auch unter Linux und das hat ganz maßgeblich getrieben unser Kollege Gunter Laure. Und darum soll der uns jetzt auch mal am besten erklären, was dazu zu sagen gibt. Ganz genau. So, bitteschön, Gunter. Linux auf Devetron-Messsystemen. Warum? Es gibt technische Gründe für Linux auf Messsystemen. Wenn man auch für andere Betriebssysteme entwickelt, ist es notwendig, bestimmte Abstraktionen zu implementieren und dementsprechend auch sauberer zu arbeiten. Außerdem bieten Linux zusätzliche Entwicklungswerkzeuge, die die Robustheit und die Qualität von Softwareentwicklung fördert. Für Kunden bedeutet das, dass sie Linux-Systeme auch in sicherheitssensitiven Umgebungen einsetzen können, in denen möglicherweise Windows-Messsysteme nicht so erwünscht sind. In diesen Linux-Messsystemumgebungen ist ein Linux-Messsystem auch leichter integrierbar. Unsere Software unterstützt die Distributionen Red Hat Enterprise Linux und Ubuntu 20.04 und damit wahrscheinlich die meistverwendeten Distributionen am Markt. Wir unterstützen die komplette aktuelle Devetron-Hardware, darunter alle Trion-3-Karten, alle Trion-Karten, alle Trionet-Devices, EPAD-Module, CPAD-Module und auch alle DACP-Amplifier. Die Oxygen ist als Messapplikation ohne Einschränkung auf einem Linux-Messsystem nutzbar, auch in Verbindung mit OxygenNet. Ich persönlich bevorzuge sogar Linux im Falle von OxygenNet, weil das speziell bei 10 Gigabit Ethernet-Netzwerken zu einer weit höheren Performance führt. Setups und DMD-Files sind zwischen Linux- und Windows-Messsystemen beliebig austauschbar und kompatibel. Das heißt, Sie können ohne Probleme Ihr Setup auf einem Notebook erstellen und dann auf das Linux-Messsystem übertragen und laden. Das Gleiche gilt natürlich auch für die gemessenen Files. Mit Oxygen SDK können Sie auch unter Linux Plugins entwickeln. Nähere Informationen dazu bekommen Sie auf unserer GitHub-Page. So, wenn Sie jetzt noch Fragen haben, ob Sie Windows oder Linux auf Ihrem Messsystem einsetzen wollen, bitte fragen Sie unsere Experten. So, Dankeschön, Gunter. Sehr gut. Gunter, unser Linux-Experte, jawohl. So, wir sind beinahe am Ende schon angelangt, Sven, bleibt noch der Ausblick. Genau, auch über den reden wir natürlich jedes Mal. Unsere Softwareentwicklung
bleibt natürlich nicht stehen, sondern geht immer wieder weiter. Und das sind einfach mal ein paar Punkte von dem, was Sie vom nächsten Release erwarten können. FIR-Filter ist ein großes Thema. Das heißt, wir haben dann die Möglichkeit, einfach in der Software noch mehr Filtermöglichkeiten anzubieten. Bei dem Thema Leistungsberechnung gibt es ein Update. Power Update steht da. Vor allem das Vectorscope wird überarbeitet. Bei der Trion Analog Out Karte wird es eine Erweiterung geben. Da gibt es dann die Möglichkeit, die Steuerung des Analog Out Kanals, also quasi wie viel Volt zum Beispiel werden ausgegeben, kann ich dann direkt über den Messbildschirm steuern und muss dazu nicht mehr ins Setup gehen. DBC-Export für Ken steht hier. Wir haben das vorhin vorgestellt für unsere Temperaturmodule und werden das dann in Zukunft auch anbieten können für komplette Kens. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, einfach meine Kanäle, die ich über den Ken erfassen möchte, in der Oxygen zu definieren und das Ganze dann als DBC-Datei abzuspeichern. Ja, .x-Export steht hier, ein weiteres Datenformat. Wir haben es vorhin eh schon angekündigt. Es gibt, glaube ich, kein Release, ohne dass ein neues Datenformat dazukommt. Wie gesagt, .x ist das nächste. Mehr Details dazu dann im nächsten Webinar. Und ja, bei der FFT gibt es auch noch eine Erweiterung. Dort wird dann in Zukunft eine Peak-Hold-Analyse möglich sein. Und Sie sehen schon, da steht noch einige mehr. Seien Sie gespannt, was da noch alles kommt. Jawohl, genau. Bleiben Sie gespannt, bleiben Sie uns gewogen. Wir haben für heute unsere Agenda abgearbeitet. Bleibt mir noch zum Schluss zum einen nochmal auf den QR-Code hinzuweisen. Ja, also bitte scannen Sie schnell mit Ihrem Mobilfon, mit Ihrem Mobiltelefon den QR-Code ab und folgen Sie uns auf LinkedIn, Xing, Facebook, wo auch immer. Wir bedanken uns für die Teilnahme. Wünschen Ihnen schöne Ferien, schönen Urlaub, auf jeden Fall eine wunderschöne Sommerzeit. Bleiben Sie gesund und bitte denken Sie jetzt noch kurz an die Umfrage, die wir jetzt direkt im Anschluss starten. Also, vielen Dank und tschüss von meiner Seite. Ja, danke auch von meiner Seite. Ich wünsche auch allen zusammen einen wunderschönen Sommer und natürlich einen schönen Urlaub, insofern Sie den noch vor sich haben. Auf Wiedersehen. Wiederschauen. Tschüss.